Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lies of P. Versuch Nummer 2 seit der letzten Folge beim Bishop. So, wahrscheinlich sprengen wir die Versuche des letzten. Was waren es? 14 Erfolge insgesamt? Hier sind wir jetzt bei Versuch Nummer 10 insgesamt. Gucken wir mal. Ich mache aber Fortschritte mit der ersten Phase tatsächlich. Also der letzte Kampf war erste Phase super. Indem ich einfach nur mal daran denke, das zu tun. Dann direkt zuschlagen. Und hier den Dieb zu benutzen, das hat aber nicht funktioniert jetzt. Woran es immer noch zwischendurch hapert, ist tatsächlich die Überwältigungsgeschichte. Diese hier. Entweder eben sie auszulösen oder dann rechtzeitig nach vorne zu kommen, sie zu machen. Ganz clean. Steh auf. Und so sollte es eigentlich aussehen. Eine dritte Phase hat er nicht. Gefallener Erzbischof. Kam die. Der Erfolg, die Trophäe. Was passiert da gerade? Wer ist er denn? Eliminated Ergo eines verdorbenen Engels. I want to go back to the old Krat. The old me. Before the greed overtook me. Ich muss kurz gucken, von wo ich gekommen war. Ich glaube, ich bin von hier gekommen, ne? Ja. Okay, dann haben wir den Herzen. Jetzt würde mich an eine Sache interessieren. Ja, Controller hat wieder die Verbindung verloren. So was ist. Ich verstehe es nicht, warum er das tut.
seitdem ich die Batterien gewechselt habe. Und das ist das Grässliche an diesen Tricks-Batterien. Ich verstehe nicht, wie man das toll finden kann. Na gut. Oh, sie ist weg. Cecile, schriftliches Geständnis. Danke für Ihre Hilfsbereitschaft. Ich bin ein Sünder, der in der Vergangenheit unschuldige Menschen ermordet hat. Ich schaffe es nicht, das Monster in mir zu unterdrücken. Nur der Erzbischof konnte mich retten. Natürlich war er ein Mensch, der Fehler machte. Selbst Heilige verfallen dem Reichtum und der Macht, doch ich kann wenigstens ich selbst sein, was ein großer Segen ist. Also ja, ich glaube, dass er ein Heiliger war. Jetzt hast du den zweiten Pfad eröffnet. Danke, dass ich als Mensch leben darf und nicht als Monster. Adieu, Cecile. Und eine neue Schallplatte. War irgendwie zu erwarten, dass da mal was rauskommt. Bevor wir weitergehen, gehen wir zum Hotel Krat einmal. Ich denke, es wird was an Gesprächsoptionen geben. Ich denke, dass der Hund dann jetzt endlich auch da ist. Wenn nicht, muss ich nochmal hin. Gucken wir mal, wir sehen, wenn wir teleportieren. Yep, wir können mit dem Hund und mit Vinini. Hieß er Vinini? Ich glaube schon. Reden. Das ist das Gute, dass er uns anzeigt, wann wir wirklich zurück müssen und wann nicht. Gut, das heißt, wir bleiben erstmal tatsächlich bei der Waffe, die wir schon vorher benutzt haben, und ich habe umsonst aufgewertet. Naja, schön. Hi. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Could you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Ergo Wellenlängendekodierer. Ist ein benutzbarer Gegenstand? Wo? Nee. Nee. Da ist er nicht. Okay. Also ist kein benutzbarer Gegenstand, sondern ein Sammlerstück hier. Ein von Vinini zurückgelassener Ergo-Wellenlänge-Dekodierer. Dieses Gerät findet Fehler im großen Bund, der den Puppen eingeprägt ist. Vinini beschloss, die Ergo-Wellenlängen der Puppen zu analysieren, um die Ursache des Puppenwahns herauszufinden. Du solltest in der Lage sein, eine ganze Reihe von Aufzeichnungen zu sammeln, während du die Puppen in ganz Graz beseitigst. Spielzeit der Schallplatten. Eine Schallplatte, die in Graz entdeckt werden kann. Mit dem Grammophon wird langsam röter und röter. Das muss der Beweis für sie rosarote Liebe sein. Du wirst wieder flüstern. Für Gott, für die Person, die du liebst. Divine Service, ein Lied für jedes Verständnis. I always welcome friend. Okay. Dann gehen wir mal ins Grammophon, spielen auch die Platte ab.
Ich quatsch gerade extra nicht weiter, um Musik zu hören. Katze mag mich noch immer nicht. Könnte natürlich auch an der Hundemaske liegen. Ich zweifle aber dran. So, hier ist er nicht. Wo ist er denn? Welcome to Hotel Krat. Ein paar im Lager. Die brauche ich auf jeden Fall noch mal irgendwann. Wo ist denn jetzt unser Hundetyp? Da vorne steht er. I have no idea, so many thanks for keeping me company. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandine. Okay. Oh, Kollege. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall... However, you must prove your worthiness. For this legend, it's up to you if you want to make the exchange. Yeah. Take your time to admire it. Good. Wir haben jetzt dann verdorbene Engel. Warum machen die das denn so jetzt? Das ist ja voll doof. Ja klar, sie sortieren nach Waffen und Dings. Aber warum schöner wäre gewesen, jetzt zu sagen, wir machen dann zweite Reihe wieder Waffe und Talisman untereinander. Egal. So. Das sieht ja komisch aus. Technik B ist natürlich wieder schlecht. Nicht schlecht. Rasen nach vorne, um Stich zu. Benutzt einen zusätzlichen Farbeslot, um an Ort und Stelle zu springen, einen mächtigen Abwehrschlag auszuführen. Ein ritueller Dreizack, der in der Reliquie des Trimegistus schlummerte. Es wird vermutet, dass er einst einem großen Krieger gehörte, der einem alten König diente. Der Krieger des Meeres schwor, die Menschen vor der verfluchten Reliquie zu schützen. Er hielt sein Versprechen sogar, als seine Haut so lange zerquetscht wurde, bis sie grün war. Bei Verwendung von Pulsen besteht eine Chance, dass keine verbraucht. Da brauche ich gar nicht überlegen. Es gab eine Zeit in Krat, da wurden sogar Puppen wie Helden behandelt. Dieser Amulett ist ein Überbleibsel einer Feuerwehrpuppe, die als Held bezeichnet wurde. Danke. Also, mit der Chance, keine Pulszelle zu verbrauchen, brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. A great weapon calls for a great war. So, können wir jetzt in der Ausrüstung nochmal genau gucken. Dann nehmen wir erstmal das rein. Und wir brauchen jetzt tatsächlich dann doch mehr Amulettslots. Und da ist der Controller wieder raus. Da ist er wieder. Gut. Dann können wir jetzt noch einmal kurz ein bisschen was in die Level setzen. Who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Mollum district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too. Das ist mittlerweile fast 4000.
Das macht uns noch mal ein bisschen stärker hier. Unsere Waffe skaliert momentan noch mit einem A in Technik. Das geht auch auf S hoch. Ja, wenn wir den richtigen Grund... Grundgriff haben, so. Und den dann eben mit einer Technikspule Kurbel variieren. Dann können wir von A auf S springen. So. Gut. Also ich bin mit der Waffe momentan relativ zufrieden, aber ich denke, es geht noch etwas Besseres. So, Malum-Distrikt also. Gucken wir mal. Da war jetzt nicht viel zu entdecken. Oh, noch weiter runter. Ach ja, die Kathedrale ist ja eh oben auf dem Berg gewesen. Da war ja was. Buntes Ergo-Fragment. Hier ist nichts. Hier ist sehr dunkel. Ob uns die jetzt da wirklich was nutzt, ist eine andere Frage. Der Pfad des Pilgers in der nebligen Nacht. Popo oder Monster? Zur Hölle ist das schon wieder. Also das mit den Puppen kann ich ja nachvollziehen. Okay. Nachvollziehen, verstehe ich. Nur die Erklärung für die Monster. Da bin ich mal gespannt drauf, ob es eine gibt. Once. Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. Yeah, the old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Ein Kind, das ein Segen für seine Familie war, liegt hier. Möge er in Frieden ruhen. Du kannst das jetzt nicht benutzen, das ist ein alter Stargazer. Warum kann ich den jetzt nicht benutzen? Achso, was mich mal interessiert, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und zwar kann ich ja hier im Zusätzlichen auch durchaus mal eine Geste setzen. Und da gibt es ja die, habe ich vorhin bekommen, Geste mit dem Beten. Gebete für Gott, Trauer um die Verstorbenen, was auch immer es ist. Es sind keine Gefühle, die gewöhnliche Puppen befinden können. Die rüsten wir jetzt mal aus und dann gehen wir hier einmal rein. Und ich hätte gedacht, das hätte vielleicht einen Effekt. Hätte sich an so einer Stelle halt angeboten. Gut, warum ist ein alter Stargazer, den ich zwar untersuchen, aber nicht benutzen kann? Bauen wir einfach erstmal einen kaputten hier wieder auf. Dankeschön. Dieses Knöpfchen drücke, hilft aber von der Seite wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich von der anderen Seite kommen. So, können wir noch ein paar Minuten machen. Sie ist der Hund mit einem Schlag tot gewesen. Ja.
Tapferkeit lässt aber jetzt tatsächlich zu wünschen übrig. Also sie nimmt immer schneller ab. Ein Kistchen. War so klar, ne? Die Frage ist, wie groß ist die Chance, dass ich keine Pulszelle verliere? Klinge des säurehaltigen Kristallspeers. Immer angucken. Erhöht den Säureangriff. Na, ist okay. Sammeln eine Stärke für einen großen durchbrochenen Angriff. Bla bla bla. Eine Speerklinge aus einem geschliffenen Kadaver-Wirbelsäulenkristall hergestellt. Aus der Klinge sickert ständig Säure, die Gegner verätzt. Einer der Stärken des Menschen ist sein Interesse daran, alles in eine Waffe zu verwandeln. Aber vor allem ist es auch eine schreckliche Schwäche. Der Angriff eines... Kann ich scrollen? Da. Der Angriff eines Speers, der aus einem geschliffenen Kadaver... Achso, der Griff eines Speers, nicht der Angriff. Er wurde mit einer speziellen Legierung hergestellt, um zu verhindern, dass Benutzer der Säure ausgesetzt wird. Die Alchemisten haben durch ihre zahlreichen Experimente und Forschungen lange Zeit Wissen angehäuft. Einige dieser Experimente waren abartig und unmenschlich. Den Technik Fortschritt A. Na gut. Wenn man ein Fortschrittsbild probieren möchte, wäre das wahrscheinlich sogar eine ganz gute Alternative. Nein, ich bin ein Trottel. Das hier wollte ich eigentlich... Lass runterkommen. Bitte, danke. Trübes Ergo-Fragment. Oh, das heißt etwas Dickeres. Ein, ist das ein Bär? Überwältigen. Ach, ich bin ein Trottel. Ampulle, Sternfragment, versteckter Mondstein. Oh, ich muss meine meine Pulsregeneration auf jeden Fall hochschrauben. Ich heile viel zu wenig. Kadaver Körperflüssigkeitsflasche. Was macht denn die schon wieder? Wahrscheinlich ein Wurfgegenstand, oder? Jupp. Verursacht Säureschaden. Nach dem Pumpenwahn begannen die Menschen in der Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Ja, die Wurfwaffen, bla bla bla. So, da unten ginge es durch und kommen dann hier an den gleichen Pfad. Es geht also darum, den Bären zu umlaufen. Okay, hier geht es vorrangig um Brechen. In dem Gebiet offensichtlich. Im letzten war es ja mehr Verfall. Davor war, glaube ich, viel Elektro. Wo ist der Schmetterling?
was ich jetzt bekommen habe, weil ich darauf konzentriert war zu gucken, dass ich die Gegner kaputt kriege. Können wir mal nachschauen. Nee, müsste hier, ja, versteckter Mondstein oder ein Dunkelmond-Mondstein, der wird es gewesen sein. Ah, Moment, was haben wir da noch gehabt? Lächelnder Hasenmarke. Geschnitzter lächelnder Hase wurde auf dem Friedhof der Gruftslums der Swallungsdistrikts hinterlassen. Der lächelnde Hase ist ein wohlbekanntes Zeichen der Stalker. Man sagt, dass er in bestimmten Orten als Eintrittskarte fungiert. Hm. Nicht, dass ich mitbekommen hätte, die eingesammelt zu haben, aber... Nun gut. Eingang zu den Gruftslums. Das ist noch nicht der Malum-Distrikt. Ihr dürft alle einmal hier langkommen. Oh, da hatte ich aber Glück. Jetzt verwinkelt. Das heißt, ab jetzt wird es etwas schwerer, wirklich alles zu durchsuchen. Aber man kriegt hier tatsächlich echt deutliche Bloodborne-Vibes, ne? Gerade jetzt mit den Monstern hier, die haben ja schon einiges. Dark Souls Bloodborne-mäßiges. Dabei sehe ich gerade, dass meine Waffe schon wieder kaputt geht. Gesucht. Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Eine kriminelle Gruppe von 4 Stalkern, angeklagt wegen Diebstahl, Körperverletzung, Experiment mit Leichen und anderen schweren Straftaten. Ihre Basis liegt im Bezirk Malum, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn betreten. Von denen hat uns Gemini erzählt. Ich denke, dass wir mit der Marke den Eintritt dort zu denen Hauptquartier irgendwie bekommen, vielleicht. Eventuell, vielleicht noch nicht. Wahrscheinlich rum. Aber mich hier fallen lassen könnte gefährlich sein. Was trotzdem, selbstverständlich mache ich's. Schlüssel zur Slum. Wow. Aber den Schlüssel zur Slumhütte. Gut. Dass wir darüber gesprochen haben.
Leuchtendes Ergo-Fragment. Scharfes Rohr, aber es war tatsächlich gefährlich, mich fallen zu lassen. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Korrosionsbeständigkeitskonverter, okay. Von Belfort Superior ist also Korrosion. So. Gucken wir mal, wo der herkam. Wie das da aussieht. Ich habe keine Ahnung, geht das hier dann weiter? Das sieht so aus, ne? Ich bräuchte langsam eine Abkürzung zum Stargazer. Also hier lang geht's nicht. Irgendwo wichtig. Hier kann ich nochmal kurz gucken, da ist noch ein Gegner. Gar nicht erst dazu kommen lassen, dass wir irgendwas tun. Von denen kriege ich ordentlich Sternfragmente wieder, das ist gut. Wir gehen auf jeden Fall hier runter. Wir kriegen ein Feuerschleifmittel und wir können hier was lesen. Sogar in einer eingeschützten Hütte ist ein Schatz zu finden. Finde heraus, was mit dem gierigen Paar passiert ist. Okay. Eingestürzte Hütte, ein Schatz, gieriges Paar. Was man so Tür nennt. Warum auch immer die verriegelt war. Hier ist ein Fahrstuhl. Den will ich jetzt auch mal betätigen. Jetzt gucken wir mal, wenn es hier weitergeht. Dann müssen wir erst nach unten. Da können wir absteigen und. Macht keinen Sinn, da abzusteigen, glaube ich. Ich glaube, das ist der Bereich, wo wir eh schon waren. Kritzeleien eines Slum-Bewohners. Alles hat sich geändert, nachdem der Arzt die blaue Medizin verteilt hat. Ich habe meinen Bruder begraben. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt mein Bruder war. Wer ist der Doktor? Wem gehört das blaue Haar in seinem Stock? Jetzt weiß ich, wie das mit den Monstern erklärt ist. Ach, das ist doch so offensichtlich. Wir haben doch hier von dem Wunderheiler die Notizen gefunden. Und er war doch so überrascht darüber, dass seine Medizin so unglaublich miese Nebenwirkungen hat und dass er froh ist, als Mensch sterben zu können. Weißt du, das ist der Grund. Die Wundermedizin gegen die Versteinerungskrankheit. Tja, dumm gelaufen, würde ich meinen. Für die Folge soll es gewesen sein. Nächste Folge geht es dann abwärts. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Steffel.